So, ihr kennt mich noch aus dem letzten Video mit dem Eistee, ne? Und mit der Mama und mit dem Adi. Wir sind zurück, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir haben hier zwei Döschen gefunden. Die möchte ich euch wieder präsentieren auf dem Tablett. Das sieht nämlich so aus und das sind Capri Sonne und Bubbles Drinks. Wenn man Bubbles und man denkt eigentlich an Bubble Tea, aber Bubble Tea darf ja eigentlich gar nicht mehr verkauft werden, ist ja irgendwie verboten. Damals in der Klinik, ich kann mich noch ganz genau erinnern, sind wir Dienstag immer zum Chinamann gelaufen auf dem Markt und haben Bubble Tea getrunken. Den gab es richtig als Teesorten oder wie eine Art Milchshake mit Bubbles drin. Ich habe immer diesen Apfel-Milch-Geschmack genommen mit Erdbeer-Bubbles drin. Das war richtig genial. Da aber 90% aller Erdbewohner dann an den Bubbles verschluckt und verstorben sind, wurde der dann verboten. Deswegen gibt es leider kein Bubble Tea mehr. Was das jetzt bedeutet, Capri Sonne und Bubbles, wohl einfach nur, dass Capri Sonne ja eigentlich wie so Saft ist. Wasser, Saft, gesüßtes Zucker, Wasser ohne Kohlensäure. Und dass Capri Sonne und Bubbles einfach, ja, Orangenlimonade ist schon wieder. Orangenlimonade und Himbeerlimonade, das sind nämlich genau die zwei Sorten, die wir haben. Hier steht auch dabei nochmal prickelnd, fruchtig und lecker. Das ist also Konkurrenz zur Fanta. Fruchtgehalt 10%. Was ist eigentlich Capri-Sonne? Das ist ja kein Saft, oder? Dafür ist es ja eigentlich viel Nee, zu wässrig. ist mehr Wasser wie Saft. Und wie Schorle ist es ja auch nicht, weil ja keine Kohlensäure Nee. dran ist. Und wie Tee ist es auch nicht. Also, was ist Capri-Sonne? Zu was zählt das? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber Capri-Sonne und Bubbles wird wohl einfach Limo sein. Limonade von Capri-Sonne. Was willst du zuerst? Orange oder Himbeer? Orange. Wenn du Orange, das weil Schlechte vergisst. das kann ja nur nach hinten losgehen. Orange von Capri-Sonne und Himbeer-Limonade gibt es an sich nicht so oft. Da kann man sich noch positiv überraschen lassen. So, ansonsten sind hier überall Haare dran. Ne? Wo das her war, Adi. weiß ich nicht. Ich glaube, Adi. aus dem Kaufland oder so war das sogar. Wir probieren mal, steht auch drauf, dass es vegan ist. Capri Sun and Bubbles. Jetzt kommen mir gleich diese Kugeln entgegen und dann war's das. Na, das riecht. Na komm, schenk mal eine Wie? Kugel Ach ein. so, ja, jetzt habe ich es fast vergessen. Genau, muss ich ja einschenken. Keine Kugel. Du siehst. Normale Orangen sind schön orange, aber das ist wieder so richtig trüb gelb. Sieht halt aus wie abgestandene Orangen. Zitrone Den oder Rest noch Mandarine. rausgepresst. Na, wie heißt es? Hier die Ja. Bambelmuse. Bambelmuse. Also ich finde, wenn man es ganz genau nimmt, wenn man jetzt zur Weihnachtszeit sich Orangen kauft und eine Orange schält und die Orangen zerzupft und isst, dann schmecken die eigentlich genauso wie das. Von der Sichtweise her gesehen ist dieser Orangengeschmack eigentlich sehr gut getroffen. Zum Trinken her, weiß ich nicht, finde ich das jetzt aber nicht so gut. Da trinke ich lieber Fanta Orange und da merkt man, dass eine Fanta Orange gar nicht diesen typischen normalen Orangengeschmack hat, sondern eine künstliche Orange mit viel mehr irgendwas, was dich süchtig macht und von dem eigentlichen normalen Orangengeschmack komplett weggeht, weil das einfach viel süßer ist oder mit viel mehr irgendwas drumrum, weil das schmeckt eigentlich wirklich genau wie eine Orange, oder? Schmeckt doch wie wenn du in eine Orange beißt. Ja. Ist nicht künstlich, ist nicht zu süß, ist nicht irgendwas, aber dadurch fehlt auch irgendwas. Das ist viel zu gesund, ne? Jetzt machen wir aber mal die Himbeer auf. Gucken mal bei der Himbeer, ob es Himbeer schmeckt. ist mein Favorit. Wie wenn man in eine Na komm, du Himbeere Himbeer. reinbeißt. Himbeeren Komm. haben ja sowieso außen immer so, sind immer so So matt und haarig und herrlich, sind so so, herrlich, kann ich bleiben und überall hängen und ja. wenn das jetzt mit dem Getränk auch so ist, dann weißt du Die Farbe ist Bescheid. schon mal gut. Farbe ist gut, sagt sie, ne? So, gehen wir mal rüber. Sieht aus wie diese Rosenlimonade, die es früher mal gab. Riecht aber nach Himbeer. Kennen Sie das noch vom Bieronkel, der früher kam? Der hat auch immer mal, hatte Dirk immer kästenweise so Rosenlimonade gehabt, wo eine Rosenblüte drauf war.
die auch rosa war und hat halt einfach nach Rosen geschmeckt, angeblich. Hat genau dieselbe Farbe gehabt. Naja, schmeckt mir wässrig, also. Gut, wenn man... Der Geschmack von Himbeer ist da, aber es ist halt, naja... Habe ich mir anders vorgestellt, intensiver. Ich finde aber, dass das Orange mehr nach Orange schmeckt, als das Himbeer nach Himbeer schmeckt. Schmeckt wenn ich in eine Himbeere reinbeiß, habe ich auch, es ist ein bisschen so säuerlich und dann legt sich das so und fertig. Hier habe ich das ansatzweise am Anfang und dann kommt einfach nur irgendwas und das nimmt das direkt wieder weg. Was ein bisschen so nach Karton dann auf einmal schmeckt. Also es gibt euch ein Stück Geschmack. Und dann kommt irgendwas Künstliches so auf einmal, was ihr bei einer richtig leckeren, frischen, saftigen Himbeere einfach nicht habt. Ja, es gibt ja auch Himbeeren, die schmecken süß und fruchtig und dann gibt es Himbeeren, die schmecken nach nichts. Ja, das wird einfach abgewürgt. Ich glaube, da hat trotzdem Orange schmeckt besser als Himbeer. Das heißt, du kannst Himbeer trinken, weil das dein Favorit ist. Ich nehme Orange, ne? Und dann war es das schon wieder von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Wir können ja nochmal einen Adi zeigen, ne? Der macht sich nämlich hier schon wieder breit. Adi, welches schmeckt dir besser? Nein. Nichts? Gut, dann lassen wir das so. Das war's also von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.